zurück zu Part 40.487. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Part das ist, Mann. 5? Sind wir jetzt schon bei Part 5? The Sun Revealed the Foreign Landscape. Ich glaube, wir sind bei Part 5. Was a community transformed need. Need. Net. And I found this. All I found on the ground was only this. It's a memento, the only thing my father carried around all the time. Dad, it's okay, I understand. Shanna, I'm sorry I didn't tell you. It's okay, I knew you would tell me something. Don't say anymore. So you just came back from a journey to bring closer to the past. Closer? I'm still not there yet. You said need. It doesn't seem to be a village in this country. It was located further north from here. I guess nobody even remembers its name anymore. Levitz, tell me, what is going on in this country? Currently our kingdom of Brazil is at war, which the Imperials don't know. The war has spread all over Sergio. Why was the truce broken? Because of the dragon. The legendary monster added way to center and broke the balance of power. The Emperor started to be more aggressive. Dragon? No way, such a thing can be used in war? Do you know something about it? I was swooped down by a dragon before I entered safe. It was overwhelmed. There was no way to escape from it. It was saved by a passing warrior. That's why I'm still alive. The dragon is advancing faster than I thought. We must do something or it will be too late. You mean more casualties? Yeah, it's a war. Anyway, I have to go back to Indian's castle in Bale. There are so many things I have to report to King Albert. You know what, Dad? You guys should come along with me. Mr. Norse might know something about the Black Monster. I see the royalty with a long history. I might be able to find out something new. It's a done deal. Evans, don't take chances. You're not completely well. You'll make a good wife one day. Thanks. Let's go. Okay, something's good. Let's move on. Let's have a break. Let's move on. Stimmt, solche Passagen gibt's auch noch manchmal, wo man sich kurz mal ausruhen könnte, theoretisch. Almost falling. Almost falling. Muss ich wirklich erst nach unten, um das zu checken, oder habe ich jetzt wieder irgendwas verbunden? Wenn das Pferd hier ranholen kann, ohne dass dem was bringen würde. Ich muss mich mal gerade hier ein bisschen zurechtfinden. Hat sie denn so eine kranke Dodge auf einmal? Oh, Mann. Oh. Ach, ich hab Level noch nicht gerade umgestellt. Egal, mach ich gleich. Wow, er castet irgendwas. Ach, Windzauber. Kommen später auch immer noch übelst kranke Monster als für die verballerte Effekte.
sich dann echt noch ein bisschen was überlegen muss. Mal gerade gucken. Da würde ich gerne wechseln. 19 Mal Harpoon gemacht. Scheiß Maulwürfer. Mal gucken, ob ich Löwens Combo jetzt überhaupt hinkriege. Ich glaube, das war bei dem noch gar nicht das Problem, dass ich kommen muss. War so eine Frage zwischendurch. Ich wollte ja nicht, dass ich den ganzen Bildschirm weiter vorlese. Oder soll ich den einfach durchklicken? Ich finde das mal doof. Ich kann nicht, nicht so ausmachen. Wann ich den wegklicken soll, wann ihr den gelesen habt. Oh, und wenn ich noch Englisch vorlese, ist das glaube ich doch ein bisschen simpler. Aber wenn ihr das natürlich nicht wollt, also schreibt es in die Comments. Ich werde das dann, wenn ich dann nochmal wieder später aufnehme, versuchen wegzulassen. Nein, scheiße. Er setzt sich dahin und ist voll erholt. Nach 5 Minuten sitzen bin ich auch immer übelst erholt. It's a pretty well run axe. I get it, we can knock down this tree on the cliff using it. Holzfäller down. Schöne beruhigende Musik. If we put this tree across the river. May work as a bridge. Could be worth trying. Woha! Shoot! Everything about another way. Also da ist das Spiel echt so eine Bitch, ne? Wenn du jetzt irgendwie das Spiel zum ersten Mal spielst, würdest du vielleicht gar nicht nochmal jetzt dahin gehen direkt. Du würdest erstmal irgendwie noch einen anderen Weg suchen. Dabei muss man da wieder hingehen. Das Ding da halt einfach genau perfekt liegt. Ohne Box! Mein Gott. Es tut mir echt leid mit dem ganzen Geräuschbar und Gehuste und so. Ich hoffe, es ist erträglich. Hallo. Ich finde einfach, Legend of Dragoon hat so viele gute Elemente kombiniert und es ist so ein übertrieben underrated Game. Es hat so wenig Anerkennung. Zumindest hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es echt so ein Geheimtipp ist.
unter den Nerds. Und dabei ist das Spiel einfach nur awesome. Es ist eine coole Story. Cool erzählt. Es ist natürlich nicht auf dem heutigen Niveau der Erzählkunst im Spiel. Mit krassen CGI-Effekten und bla bla. Aber wenn man sich drauf einlässt, auf diese Grafik, kann man hier richtig eine epische Geschichte erleben. You look like a civilian, what is the matter? What do you mean, what the matter? It's your knight's fault. Hold on, I'm a knight of Brazil, we should be allies. I'm your enemy, we escaped from Cinderella. Honey, don't tell that or we're gonna be arrested. But these knights destroyed our lives. We couldn't stand living in castles and ran away from there. Please excuse us. We don't need to excuse us. If King Albert always lends a helping hand to sufferers. Even those from an enemy country. What? Son, are you hungry? Yes. Then have this. Thank you. You. If you go through here, you'll find Bale. You can go there if you like. But we don't know anything. Anyone? What's on? Why don't you just go to my house? It's too big for my mother and myself anyway. You are... My name is Levitt. I'm a knight of the serve of knight King Albert was. Precisely. Thank you very much. How kind of you, Sir Levitt. No, my god! So kind of you. Er will doch nur angeben. Wo war ich jetzt? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich wollte irgendwas wegen dem Spiel erzählen. Genau, dass die Spiele heutzutage schöne Erzählkunst haben. Das, Also Legend of Dragoon hat eine übelst geile Story. Es hat alle guten Eigenschaften von einem Final Fantasy Game. Ein, zwei negative vielleicht auch, je nachdem wie man das sehen will. Und viele halten ja auch Final Fantasy für den Gott der Rollenspiele in dem Bereich. Und das ist ja so ein Final Fantasy-artiges Rollenspiel. Aber ich muss sagen, ach scheiße, die kann ich gar nicht treffen. Legend of Dragoon ist halt auch besser. Ganz im Ernst. Legend of Dragoon ist besser als Zelda. Auch wenn mich jetzt alle hassen werden. Aber dieses Spiel hat so viel mehr Gameplay-Elemente, die einfach übelst Spaß machen. Oh shit. Ist das Pollen oder ist das? Oh ja, und noch ein ganzes Teil. Das hat so viel mehr zu bieten einfach, finde ich, vom Gameplay her als Final Fantasy Titel oder andere Titel. Es gibt auch später noch so Minispiele und so einen ganzen Kack, alles wird auch umstehen. Habe ich irgendwas, um das wegzumachen? Schön, dass der Poison ist. Ich kann nichts dagegen tun. Ja. Sehr unvorteilhaft. Wie ging das denn hier nochmal? Genau, am richtigen Zeitpunkt drücken. Boah, fuck, ich hab's verpasst. Schon wieder verkackt. Ich will die Kiste da unten. Ich hab da auch einen Ring gekriegt, oder nicht? Beim Bosskampf. Oh, ich hab schon wieder verpasst, dass jetzt...